So, dann machen wir dann Kohleblöcke. Oh, wir sind in der neuen Folge. Beziehungsweise, Entschuldigung, jetzt sind wir in der neuen Folge. Ja, da habe ich gestern wohl ein bisschen vorschnell reagiert. Tut mir auch fast leid. So. Gut. Dann machen wir uns Kohleblöcke. Verzaubern können wir ja dann vom Prinzip her auch ein bisschen. Nom, 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 nom. Nom, 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 nom. So, mal gucken, ob wir zwei Stacks raus. Na, locker bekommen wir da zwei Stacks raus. Mal gucken, vielleicht langt es hier für zweieinhalb. So, erster Stack. So, und die Helibel, hieß die Helibel? Ich glaube Helibel. Sorry, ich hab's mit Namen nicht so. Die fand ja, dass es das ein total interessantes Spiel ist, aber sie da nicht durchsteigt und es irgendwie wie eine Art Minecraft aussieht und. Durchaus, du hast sehr recht, lieber Helly. Es ist Minecraft. Wo ich hier schon seit 1000 und was weiß ich wie vielen Folgen die Geschichte der Nebellande erzähle. Beziehungsweise es ist ja, glaube ich, erst seit Folge 700 oder so sind es ja erst die Nebelchroniken geworden. Oder 800, irgendwie sowas in der Richtung sind es die Nebelchroniken geworden und vorher war es ja einfach nur Let's Play Minecraft. Und ja, da ich dann auch so ein bisschen eine Geschichte zu dem Ganzen hier erzählen wollte, sind es die Nebelchroniken geworden. Und dort befinden wir uns auch heute noch. So, jetzt erstmal den ganzen Redstone. Dann wird wahrscheinlich das Inventar schon wieder vollgemüllt sein. Natürlich kenne ich auch die Variante, dass man sagt, alles klar, ich nehme eine Glücksspitzhacke mit. Das würde ich machen, wenn ich keine Haltbarkeit hätte. Und farme alles mit der Glücksspitzhacke ab, um dann Blöcke draus zu machen. Kann man machen, aber wie gesagt, ich bin halt eher dann so der Freund von dieser Variante, weil dadurch, falls ich unterwegs sterben sollte, hätte ich meine kompletten Level hier noch vor Ort. Beziehungsweise dadurch, dass ich ja alles in die Endertruhe stopfe, wäre nichts verloren gegangen. So, und dann schauen wir dann mal gleich ins Inventar, ob sich das noch lohnt, den Lapis mit abzubauen. Ah jo, kann man machen. So, wenn man guckt, wir haben jetzt 62. Und hier, da kommen mehr als 9 raus. Das sind ja 14 Stück gewesen. Das heißt, ich hätte hier sowieso mehr als einen Block, wenn ich das mit der Glücksspitzhacke abgebaut hätte. Wäre in der Theorie wieder mehr. Natürlich nicht bei allem, aber es wäre mehr, als ich mit der Behutsamkeitsspitzhacke rausbekommen würde. Somit habe ich mit Behutsamkeit wirklich mehr Platz. So, 44 Smaragde und 3 Diamanten. Jawohl, Freunde, so läuft das. So ist das gut. Jetzt verbringen wir den ganzen Klumpert, bauen uns eine neue Spitzhacke. Beziehungsweise wir schauen erstmal, wie denn unsere Behutsamkeitsspitzhacke beieinander ist. Beieinander. Nee, die sollten wir wirklich reparieren. Aber wir hatten, glaube ich, noch eine ganze. Nee, Haltbarkeit, Effizienz. Effizienz, Haltbarkeit. Haltbarkeit, Effizienz. Ich dachte, ich hätte eine neue gemacht. Na gut, dann halt nicht. Dann mache ich mir jetzt eine. Also das Zeug habe ich oben. Halt. Blau. Blauer Farbstoff. So, und aus dem Rest machen wir uns ein paar Lapizblöcke. Das langt nicht. So, dann machen wir uns, machen wir uns das so. So, haben wir 8 Lapisblöcke. Wenn wir schon dabei sind, machen wir uns auch gleich noch Redstone-Blöcke. So. Und die Smaragde, die schmeiße ich einfach so rein. Ohne Witz dafür, dass ich mich irgendwann mal beschwert hatte, wir haben immens wenig Smaragde, ist doch jetzt ganz gut vorwärts gegangen hier. Da kann man hier auch mal hier diesen hier machen. Schön behutsam. So. Und so. Na gucke, da kommt noch einiges zusammen. Smaragdblöcke haben wir sogar zwei. Weil einmal hier der da und der in der Kiste. So, hier da rein.
So, guck dir an, was wir an Redstone haben. Allein hier das Pulver und was wir an Blöcken haben. Wir könnten uns einen kompletten Redstone-Tempel quasi machen. So, und natürlich Diamantöse, Diamantosen. Achso, warte mal. Das war totaler Mumpitz, was ich hier gemacht habe. Tut mir auch leid. So. Sticks haben wir natürlich nicht mit. Warte mal, das hat Glück, Effizienz und Haltbarkeit. Ich versuch mal was. Die hat nur Glück 2. Die hat Glück 3. Ich nehme mal die mit und ich nehme mal die mit. Na, versuchen wir mal, ob wir die vielleicht reparieren können. Jetzt brauchen wir erstmal unseren ganzen Klumpatsch von oben. So, das und das. Und Sekunde, jetzt juckt mein Auge, beziehungsweise ich habe gerade was im Auge. So, eine neue Diamantspitzhacke, wie gewünscht, wird geliefert. Und da schauen wir mal, das ist die behutsame. Kostet 5 Level und wir haben eine neue. Kann man machen. Glück. Zu teuer. 26 Level. Alter Verwalter. Gut. Dann warten wir mal. Die kann man komplett aufrauchen. Die sind wieder heile. Ja, Mensch, dann muss ich erstmal ein Stückchen trinken, weil rauer Hals und so. Ich werde nicht krank. Weil ich möchte, wenn ich im Ausland unterwegs bin, möchte ich auch so halbwegs fit sein, weil es gibt nichts Schlimmeres, als im Ausland krank zu sein. Wir tun, was wir können. Und so, weißt du Bescheid. So, warte mal, das sind die Effizienzhaltbaren und das ist auch noch eine Glück. Das ist auch noch eine Glück. Dann sortieren wir das hier mal ganz kurz so ein bisschen so. Schön. Schön, schön, schön. Hätten wir das, aber wir haben noch Level übrig. Haben wir ein Effizienz 5 Buch? Effizienz 3, 2, 2, Behutsamkeit unendlich. Warte mal. Das hat Effizienz 3. Effizienz und Haltbarkeit. Effizienz. Stärke und Effizienz. Schärfe, Schärfe, Köder des Meeres. Okay, ansonsten haben wir nichts mit Effizienz. Schauen wir mal, ob wir die Bücher miteinander verbinden können, dass wir da vielleicht sogar ein Effizienz 4 Buch rausbekommen. Dass wir vielleicht ein Effizienz 5 Buch bekommen, dass wir uns eine Bombenschaufel machen können. So, wenn ich jetzt hier und hier mache, bekomme ich ein Effizienz 3, Haltbarkeit 2. So, wenn ich jetzt dieses und dieses mache, habe ich ein Effizienz 4, Haltbarkeit 2, Stärke 3. Machen wir. Dann, scheiße, haben wir jetzt nur noch 22 Level. Müssen wir noch mal ein bisschen sparen, Freunde. Müssen wir noch mal ein bisschen sparen, damit wir uns noch ein paar Bücher machen. Um die Effizienz auf 5 zu pushen. Die Haltbarkeit, die ist ja schon auf 3, oder? Wo ist das Buch? Nee, auf 2. Warte, dann holen wir uns nochmal ein Haltbarkeit 2 Buch oder ein Haltbarkeit 3 Buch. Schutz, Schutz, Schutz. Haltbarkeit 3 wäre hier mit drauf. Wasseraffe. Haltbarkeit. Haltbarkeit 3. Okay, es gibt kein anderes Haltbarkeitsbuch. Naja, Schutz 3 haben wir jede Menge. Dann nehmen wir das hier, weil dann können wir die Haltbarkeit hier nochmal aufheben. So, dann... Oh, Sekunde. Entschuldigung. So, aufgeschrieben ist es. Oh. Ist das schon wieder Nacht, weil da ein Schleim hüpft? Durchaus. Gute Nacht. Gute Nacht. So, guten Morgen. Was haben wir denn noch in der Endertruhe? Das Holz bleibt drinnen und das kommt raus. So, dann schauen wir mal, was wir hier rauskriegen. Schutz 3, Haltbarkeit 3, Effizienz 4, Stärke 3. Das wird so ein ultimatives Buch, wird das. Ein ultimatives Buch und das kommt auf eine Schaufel. Warte mal, wir haben jetzt schon Effizienz
4, da müssten wir noch Effizienz 5 rausbekommen. Das lege ich mal absichtlich neben die Schaufel, weil das wird dann die Schaufel. Haltbarkeit und Effizienz, die beiden, die könnte man vielleicht noch miteinander kombinieren. Ne, ich habe 7 Level, das reicht niemals. Niemals nicht. Gut, dann bringen wir jetzt den Klumpatsch weg und dann ist auch schon wieder die zweite Folge fast rum. Und ich habe noch nichts geschafft, so gar nichts. Meine Güte. 34 ist vielleicht eine doofe Anzahl. So. So. Gut, dann haben wir jetzt noch Monster-Dropse und ein bisschen schwarzen Farbstoff. Und eine ganze Kohle. Ich bin extrem begeistert von der Kohle. Huch. Dieses blöde Kabel. Jedes Mal verfängt sich das hier um meine Stuhllehne. So, warte mal. Hier ist ja voll, ne? Genau. Und kohlemäßig, ja, da sind wir sehr gut. Also extrem gut sind wir da aufgestellt momentan. Da können wir auch mal eine größere Brennerei anschmeißen, wenn es denn sein muss. Was wollte ich jetzt? Hier schon mal nix. Dann war es den ganzen Mist runterbringen. Naja, kann ich wenigstens mal schnell was trinken. Prost, Freunde. Ach ja, ich habe heute schon wieder ein paar Trailer geguckt von Horrorspielen. Hier bin ich falsch. Die 2016/2017 rauskommen sollen. Und ich freue mich schon. Ich freue mich echt auf das eine oder andere Spiel. Die Donnerstagsfreunde wird es auch enorm freuen, wenn ich anfange hier wieder... Oh, Sekunde. Das Handy. Da muss ich ja momentan ein bisschen drauf achten, wegen Anwalt und so weiter. Ah. Was habe ich gerade gesagt? Wegen Anwalt und so, ne? Ja, ja. Da muss ich momentan so ein bisschen drauf achten. So. Warte mal, wir können eigentlich mal hier mal weißen Farbstoff draus machen, den wir oben einlagern. Beziehungsweise, wenn das schon voll sein sollte, mischen wir uns einfach eine neue Farbe, ne? So einfach ist das hier. Die weiße Wolle war, glaube ich, voll. Das heißt, ich könnte Schafe färben. Schafe färben und gegebenenfalls Wolle ernten. Oh ne, gucke. Da muss so einiges rein. Aber trotzdem, Wolle ist nicht mehr allzu viel, was wir benötigen. So, jetzt machen wir uns erstmal ein ganz kurzes Bild von dem, was wir denn heute hier in der Schwarzen Bergfeste so anstellen möchten. Wo wir denn ein wenig bauen möchten. Ob wir äußerlich das Bild ein wenig verändern. Ob wir innen drinnen mal irgendetwas bauen, weil da mangelt es ja noch erheblich. Oder was wir denn tun. Ich weiß, ich bin der unentschlossenste Lord-Regent, den es überhaupt geben kann, aber trotzdem. So, eigentlich vom dem Theorieprinzip her könnte man hier ein ganz gutes Stück abreißen, abtragen, wie auch immer. Und hier vorne ebenso. Huch, das wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber wenn ich jetzt schon mal hier bin... Da ist natürlich die Frage, wie machen wir hier den Mauerverlauf? Hier muss auf jeden Fall noch ein bisschen gearbeitet werden. Das steht fest. Und hier. Ich habe ein Effizienzwerkzeug mit dabei, was sehr gut ist. Dann kann man hier schon mal ein bisschen das ganze Zeug abreißen. Und dann schauen wir mal, was wir denn hier machen. Ja, wie gesagt, dadurch, dass ich kein neues Thumbnail erstellen werde, weil bis ich jetzt dann hier die Shader installiert habe, weil habe ja vor einer ganzen Zeit lang meinen Rechner formatiert, würde das nicht mehr rentieren. Das würde zu viel Zeit in Anspruch nehmen und das würde ich dann zeitlich nicht mehr packen, alles hinzubekommen. Deshalb, sorry. Aber ich habe schon gemerkt, ihr habt jede Menge Verständnis dafür und ja, da kann ich auch mal Danke sagen dafür, ne? Dass ihr so ein Verständnis habt. Ist ja nicht selbstverständlich. So, ich nehme jetzt einfach mal hier erstmal bis nach da vorne weg. Hä? Wäre das gut? Eigentlich würde ich ja gerne diesen kompletten Bratzen hier mal bis daher wegnehmen. So, einfach mal so. Ach nee, muss der auch noch? Nee, der muss eigentlich nicht. Und wenn, dann, mein Gott, dann nehmen wir ihn dann halt noch weg.